Dieser Fuchs attackiert Hund Eddie im eigenen Garten, mitten in einem Dortmunder Wohngebiet. Besitzerin Ramona muss alles mit ansehen. Ich habe den Eddie wie jeden Morgen um 7 Uhr rausgelassen, zum ersten Mal Pipi machen. Und er war schon auf dem Rückweg hier kurz vor der Terrasse, als dann auf einmal ganz plötzlich über den Zaun ein Fuchs mit einem Satz rübergesprungen ist. Er ist unmittelbar auf den Eddie drauf. Der Eddie hatte überhaupt gar keine Chance, weil er aus dem Hinterhalt erwischt worden ist. Hier rüber und dann direkt hier auf ihn drauf. Hier ist das Ganze passiert. Dann hat der Eddie sofort geschrien. Ich bin schreiend dazwischen gegangen und habe nur noch versucht, den Hund zu kriegen, was mir dann auch gelungen ist. Ich habe ihn dann auf den Arm genommen und plötzlich kam der Fuchs das erste Mal auf mich zu. Er wollte unbedingt seine Beute haben. Und ich habe ihn dann weggetreten. Und dann kam er das zweite Mal auf mich zu. Und ich habe dann noch mal zugetreten, habe ihn dann an der Schnauze erwischt, worauf er sich einmal geschüttelt hat, drehte um und ist dann halt weggelaufen. Ja, und dann habe ich natürlich sofort erkannt, dass Eddie schwer verletzt ist. Ramona lässt ihren Schützling jetzt nicht mehr alleine in den eigenen Garten. Tagelang schwebt Chihuahua-Hund Eddie in Lebensgefahr. Das war das Schlimmste. Am schlimmsten war für mich die Tage, wo ich ihn nicht gesehen habe. Er hat 6 Tage halt in allen gelegen. Es war nur ein Telefonkontakt mit den Ärzten, 2-3 Mal am Tag. Aber man wäre natürlich auch gerne für das Tier da gewesen, weil man hat halt eine ganz, ganz starke Bindung. Ne? Sowohl er zu mir als ich zu ihm. Und man hätte gerne helfen wollen, aber es ging halt nicht. Das war wirklich das Schlimmste eigentlich, so hilflos zu sein. Ja. Noch immer kommt der Fuchs in Ramonas Garten. Ich vermute, dass er sich hier rangeschlichen hat. Jäger Jörg Tigges berät die 42-Jährige. Abschießen darf er den Fuchs nicht. Da ist er ja über den Zaun gesprungen. Ja, das zeigt, also glaub, dass so ein Fuchs, ne, locker über so einen Zaun. Er wollte seine Beute, das ist das Beuteschema gewesen. Mhm. Und das erklärt halt eben das Verhalten. Es ist ein wildes Tier. Mhm. Und dieses wilde Tier ist in erster Linie damit beschäftigt, seine Nahrung zu suchen. Und die sucht er halt eben leider Gottes im Moment hier offensichtlich in den Vorgärten. Ja, also aber stellen viele den Napf raus. Ja, also das mache ich nicht, weil ich habe da auch schon Angst vor Ratten oder sowas, weil das zieht die ja genauso an. Genau. Also das würde ich niemals machen. Ja, es gibt hier so eine Ultraschallgeräte, aber die sind. Das Rückenmark des Chihuahuas wurde verletzt. Mit Physiotherapie soll er bald wieder richtig laufen lernen. Und er macht jeden Tag so viele Fortschritte, dass ich bin der festen Überzeugung, er kann es irgendwann. Er wird wahrscheinlich nicht mehr diese Spaziergänge machen können, aber hoffentlich springt er irgendwann wieder ganz normal rum.